Morgen ist Frohn Leichnam. Das Ziel ist heute, na was schon, aus Rüsswijk. Manche haben lange keinen guten Kuchen gegessen, heute gibt es guten Kuchen. Wenn wir auf Straßen fahren, die keinen Radweg nebenher haben und die eine Mittellinie haben, niemals zu dritt fahren. Es ist das Haus Kolk. Dieser aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, also 1350 oder so, stammende Rittersitz, dem auch Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg ein literarisches Denkmal gesetzt hat, geht auf eine Nebenlinie des Adelsgeschlechtes derer von Holthäusen zurück, deren Abkömmlinge sich gemäß ihres neuen Wohnsitzes von Kolk nannten. Und der Name von Kolk stammt daher, dass hier im Umfeld dieses geplanten Herrensitzes Kolke, also Wasserpfützen, waren. Also ein nasser Grund. Man sieht das ja hier auch, zum Schutz des eigenen Anwesens rundherum ist viel Wasser da. 1484, also das ist kurz bevor Luther geboren wurde, gelangte der Besitz Kolk als Mitgift an die Familie von Egeren, über die es 1531 durch Heirat an die Familie Hertefeld fiel. Willst du noch mal?
Jetzt kann